Servus und herzlich willkommen zurück zu Minecraft und zwar zu diesem wunderschönen Teil. Naja, also mir gefällt es doch ganz gut. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt weiterbauen. Ich dachte eigentlich an Unterwasser, aber leider habe ich die Shader Jar immer noch nicht geschickt bekommen. Und ja, ohne Shader Jar sehe ich im Wasser nichts. Ich zeige euch das mal. Naja, ein bisschen. Es ist nicht genug, als dass man das schön bauen kann. Und ja, mal schauen, also das Ganze, das wird dann so ins Wasser ragen und dann, ja, mal gucken, so eine Kugel irgendwie, bla. Und dann kommen da natürlich noch so turbinenartige Teile rein. Aber wir fliegen jetzt hier hoch und das heißt, ich muss das jetzt hier doch nochmal weiterbauen. Oder was heißt, ich muss? Ihr seht halt nichts Interessanteres. Das heißt, gebt dem Video einen Like und klickt wieder weg. Nein, bitte nicht. Ich versuche über irgendwas Interessantes zu reden. Und ja, genau, jetzt fällt mir ein Thema ein. Darüber kann man gut reden. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es schon ein paar Mal so Fälle gab, dass zum Beispiel ein bekannterer YouTuber gestorben ist. Und dann bleiben ja die ganzen Sachen, die bleiben ja im Internet erhalten eigentlich, bis das, bis der Kanal geschlossen wird halt, aber wenn er bekannt genug war, dann gibt es noch so viele Videos von dem, du bist dann eigentlich quasi unsterblich, weil das bleibt einfach für Ewigkeiten im Internet. Und es gibt wenig Chance, dass das halt wieder gelöscht wird. Und, Sekunde, ich muss ganz kurz was nachschauen. Moment, ich muss kurz was schreiben. Und ja, genau. Und was mir dann aber aufgefallen ist, dann gibt es diese Trauermeldung oder, ja, genau, von anderen bekannten YouTubern. Das sind Farmen, ist nur, oder das ist mir eben bei Mr. Trashpack aufgefallen. Auf diesen Videos ist dann häufig noch Werbung draufgeschaltet. Das ist so, weiß nicht. Und die Videos werden wahnsinnig oft aufgerufen. Jeder, der diese Person kennt, ruft es dann auf und andere Leute, andere bekannte YouTuber liken dann das Video. Und auch zum Beispiel, oder was auch so ein gutes Beispiel wäre, ich hätte zum Beispiel wahrscheinlich locker für einen Like auf einem Video von mir bekommen können, hätte ich jetzt, oder ich weiß nicht ob ein Like, aber ich hätte mich relativ leicht beliebt machen können, zum Beispiel bei Braycraft, wenn ich jetzt auch so Werbung gemacht hätte. Ja, geht auf seinen Kanal, sein alter Kanal wurde gelöscht, das Ganze ist dramatisch, klickt auf seinen neuen Kanal, damit er wieder seine alte Abonnentenzahl erreicht. Das Ganze habe ich nicht gemacht, auch wenn ich Bray inzwischen kennengelernt habe ein bisschen, also das heißt, dass ich ein paar Mal, also manchmal mit ihm halt telefoniere im Teamspeak oder so und halt auch schon ein paar Mal im Livestream dabei war oder so und ja, trotzdem habe ich das nicht gemacht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt 200 Abonnenten oder so. Das hätte ihm nichts gebracht. Und das Einzige, was ich davon gehabt hätte, wären Klicks für mich. Weil letzten Endes, wenn dann sowas gegoogelt wird, dann kriegt man davon natürlich Klicks. Und gut, ich muss sagen, bei der Subexcraft-Debatte könnte man mir das natürlich jetzt auch vorwerfen. Da lag mir das, hatte ich eher ein persönliches Interesse daran, dass ich das dann nochmal aufgreife. Das kam mir auch nicht nur gut an, dass das Thema so ausgeschlachtet wurde. Aber ich hatte da ein persönliches Interesse, dass ich das Ganze halt nochmal sachlich auf den Punkt bringe. Und ja. Jetzt muss ich kurz schauen. Das ist seltsam. Ach, hier habe ich das so. Sehr komisch. Moment, dann so.
Jetzt ist der Turm schon fast ganz rundum fertig. Natürlich noch nicht ganz. Ja. Ihr seht übrigens hier, das wird hier auch durchbrochen. Und ich fahre gleich mit meinem Thema fort. Ich war nur gerade mit dem Bauen beschäftigt, gedanklich. Wie gesagt, diese Gameplays werde ich irgendwann machen. Aber noch geht's nicht. Ja. Also, ich finde es ein bisschen... Aber bei diesem Todesfall fand ich es halt besonders krass, weil... Es ist klar, dass das dann viele Leute aufrufen. Und ich hatte halt so... Das erweckt dann halt immer wieder diesen Eindruck der Geldgeilheit. Ich möchte das jetzt nicht dem Trashpack, Mr. Trashpack da vorwerfen. Aber ja, so ist das. Und was mich auch ein bisschen an YouTube aufregt, ist, mal abgesehen von der seltsamen Abo-Box, dass wenn man schon bekannt ist, es viel einfacher ist, sich dort zu halten. Und ja gut, ist das erstmal logisch, aber die Leute, die etwas als erstes gemacht haben, können noch so schlecht sein. Ihre Videos werden trotzdem immer beliebter bleiben als die von anderen besseren YouTubern, die weniger bekannt sind. Oder zumindest im Normalfall. In seltenen Fällen kommt sowas wie bei Ungespielt vor, dass ein relativ kleiner YouTuber innerhalb von ein paar Monaten es von 200 Abonnenten auf 20.000 schafft. Aber das ist halt doch ein seltener Fall. Ach, da ist auch Wolle drin. Naja, aber ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf dieses andere Thema gekommen bin mit dem YouTubern, mit den großen YouTubern. Ich war nämlich eigentlich noch bei dem Thema, dass ich es ein bisschen komisch finde. Also in dem Beispiel ging es, glaube ich, um diesen, ach, wie heißt denn der, Filmkritik.tv, glaube ich. Und man fragt sich auch immer, warum die Leute dann sterben, weil man erfährt ja diese Gründe in der Regel nicht. Und die Leute sind ja recht bekannt, das ist ja irgendwie komisch. Zum Beispiel, hat ein Mädchen aus sich selbst ein Mysterium gemacht, indem es ein Video über das Lavendia-Syndrom hochgeladen hat. Das kennt ihr vielleicht, oder Lavendia, oder ich nenne die Stadt immer Lavendia, glaube ich. Oder Lavendia. Ach, egal. Jedenfalls hat dieses Mädchen ein Video darüber gemacht. Und hat halt früher Let's Plays gemacht, also täglich Videos. Und irgendwann kam nichts mehr. Für Monate. Und das Mädchen ist wohl tot und hat sich angeblich... Sind jetzt hier keine belegten Fakten, aber angeblich... umgebracht. Das Interessante ist halt, ihre Aktivitäten enden am selben Tag wie verschiedene Todesmeldungen von ihr und irgendwie, es ist seltsam, ich habe keine Ahnung, was davon stimmt alles und so. Aber das Interessante ist halt, dass beim Lavendier-Syndrom sich ja auch offensichtlich Kinder umgebracht haben, weil sie das gehört haben und angeblich und die hat quasi... Das ist wie so eine Parallele und das ist halt echt creepy, würde man jetzt sagen. Und die Frage ist, wie viel davon stimmt, aber es spricht relativ viel dafür, dass dieses Mädchen zumindest nicht mehr lebt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bezweifle, dass es an Lavendier liegt, aber es ist halt so... Es ist halt irgendwie unheimlich. So... So, und jetzt muss ich noch den Bereich füllen und dann fehlt dann noch eine Seite. Ne, dann habe ich alle Seiten.
Krass. Okay. Dann bin ich ja quasi schon mit dem Oberbau fast fertig. Dann kann ich auch bald dieses Projekt erstmal auf Eis legen. Ihr seht das dann weiter, wenn ich damit quasi ganz fertig bin, also selbst weitergemacht habe. Ich möchte, wie gesagt, die Projekte klein halten, nicht zu groß machen. Und ja, so. Und jetzt kommt hier Eisen hin. Und ein Block dahin. Und so. Und dann sieht das Ganze doch schon recht grün aus. Ich glaube, dann fehlt nur noch eine so eine Lücke und dann bin ich quasi schon fertig mit dem Teil. Ich baue das jetzt gerade noch fertig und dann entscheide ich das. Ich hoffe, dass meine Mutter... Ah, Telefon! Oh, fuck! Gerade wollte ich sagen, ich hoffe, es ruft niemand an. Okay, also dann verabschiede ich mich unter Telefonklingeln und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.